Seid gegrüßt zum 7. Film-Talk mit Julia Bober und Tom. So ist es. Also heute besprechen wir Der Nachbar, der neue Film von Akis, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber der auf jeden Fall sehr interessant ist. Julia, erzählt mal, worum es geht. Es geht um die Berliner Partyszene, genauer um diese fesche Gymnasiastin, die auf einem Trip hängen bleibt und fortan vom Nachtmar verfolgt wird. Ja. Ich hoffe, ihr hattet nicht so einen Trip und wie sowas aussieht, seht ihr jetzt erstmal im Trailer. Hast du das gehört, Babs? Adam liegt an meinem Geburtstag auf. Nachdem ihr jetzt den Trailer gesehen habt und auch wahrscheinlich schon einige Meinungen gehört habt, dass es sich um einen Horrorfilm handelt, kann ich oder wir euch beruhigen, das ist nicht so. Weil Julia, die auch ein großer Angsthase ist, muss sich ein bisschen überreden, in den Film zu gehen, aber letztendlich tat sie es doch. Ja, ich habe sogar den Trailer vorweg nicht geschaut, weil ich Angst hatte, mich zu doll zu gruseln. Und Tom hat einfach wirklich gute Argumente gebracht, wenn man sich den Film trotzdem anschauen sollte. Und ich bereue nichts. Nee, der Film ist super krass und er hat definitiv ganz viele Horrorelemente, allen voran den Nachtmar. Der Nachtmar, auf jeden Fall ein kleiner, relativ kleiner doch niedlicher Charakter dieses Films. Der Ursprung, den kannst du ja mal gut erklären, Julia, hast du ja dich sehr gut belesen zu. Ich habe da vorhin einen Wikipedia-Eintrag gelesen. Also Nachtmare sind eigentlich Fabelwesen, die sich auf deine Brust setzen nachts, die den Atem aussaugen und für Albträume sorgen. Bei Männern natürlich nicht. Bei Männern natürlich nicht. Warum will man sich bei Männern auf die Brust setzen? Ha? In diesem Film wird er viel gruseliger eingeführt als irgendwie deformierter Embryo, den sie im Bio-Unterricht kennenlernen. Und das Ganze wird ja sowieso in dieser Party-Atmosphäre zum ersten präsentiert, als irgendwas, das sich im Busch regt. Es brennt sich ein, auf jeden Fall, in Tinas Hirn. Das Besondere an dem Film ist einfach, dass es dann viel, viel, viel mehr als ein Horrorfilm ist, nämlich allen voran eine Coming-of-Age-Geschichte. Richtig. Dort sehen wir natürlich Tina, wie sie erwachsen wird, oder zumindest Teile ihres Erwachsenwerdens. Dazu gehören natürlich ihre Eltern, ihr Freundeskreis, die Schule mit den guten Lehrern natürlich, die sehr wichtig sind. Das erste Mal sich verlieben gehört irgendwie dazu. Und interessant sind natürlich diese Eltern, diese ganz klassischen Rabeneltern aus Steglitz-Zehlendorf. Es ist halt irgendwie so ein riesen, wunderschönes Haus und Eltern, die mittendrin einfach verschwinden, obwohl es ihrer Tochter schlecht geht. Trotz, also die Krankengeschichte der Tochter wird dann fortgeführt, die er im Psychiater auch zwischendurch besucht. Und wie man hier in dem Bild sehen kann, wird sie gezwungen, ihre Tabletten zu nehmen, obwohl sie es nicht will. Und die Eltern wirken, wie gesagt, sehr stark als eine Karikatur, wie wirkliche Eltern sein sollen. Das ist ein sehr anwesende, abwesende Eltern, die irgendwie erstmal nichts checken, die natürlich ihrem total verzogenen Teenager auch nicht irgendwas glauben, ist ja klar. Die lügt, weil Drogen und so. Bestimmt, das ist es, ja. Und auf der anderen Seite, abgesehen von den Eltern, haben wir halt diesen Freundeskreis, diese scheinbar sehr guten Freunde, die mit ihr feiern gehen. Mhm. Die immer für sie da sind, sie auf sie aufpassen am Anfang, wo sie den Absturz hat. Ganz genau. Und aber am Ende merkt man dann trotzdem doch, dass es keine wahren Freunde sind. Ja, das ist ja auch so Teil von Dekadenz, dieses total gesättigt sein. Mhm. Und dazu gehört auch immer den nächsten Kick suchen, immer die noch bessere Party feiern, immer noch die härteren Drogen nehmen und so weiter. All das kommt in dem Film natürlich auch vor, weswegen man ja ganz oft schreien möchte, du bist ja selber schuld, was nimmst du denn jetzt noch eine Portion MDMA, obwohl du schon die übelsten Albträume hast? Genau, also keiner passt auf sie auf, sie muss für sich alleine kämpfen. Und das wird auch sehr deutlich im Film, um nicht zu viel zu verraten, aber seht einfach selbst, es ist sehr gut umgesetzt.
Was noch sehr gut umgesetzt ist, sind die das Berlin, was gezeigt wird. Das Berliner wird. Nachtleben, um wahr zu sein. Genau, Techno Berlin, so wie man es kennt, so wird es gezeigt. Oder so wie man es hört, wie es man hört. Ich weiß selber auch noch nicht, also solchen Partys. Aber ja, wir auf der Party draußen, im Randbezirk, in einem Swimmingpool. Wir sind im Berghain, wir sind auf irgendeiner Kellerparty, alles mit so überhartem Stroboskop und basslastigen Hardcore-Elektro. Genau, deswegen ist auch am Anfang des Films gleich eine Warnung. Menschen, die natürlich zu Epilepsie leiden, die sollten diesen Film nicht gucken, da die Stroboeffekte auf jeden Fall sehr hart sind. Und alle anderen sollten ihn möglichst laut schauen, das ist ganz besonders wichtig. Da steht irgendwas von binauralen Frequenzen, die sich auf jeden Fall einbrennen und so. Deswegen war es auch am Anfang sehr, oh, wo bin ich jetzt denn geraten, weil das gar nicht meine Musik ist. Aber es macht diesen Film einfach aus und es verleiht ihm auch dieses gewisse Etwas, ja. Besonders toll fand ich auch diese ganzen cinematografischen Aspekte. Die rasanten Schnitte zwischen stillen Szenen und sehr, sehr, sehr lauten Szenen finde ich wahnsinnig gut gelungen. Auch das Farbsetting in ganz vielen Szenen, toll. Auch das Wesen wirkt sehr gut animiert, beziehungsweise auch ist teilweise, glaube ich, mit einer Puppe gemacht, die stimmt, es hatte so Puppen sehr IT wirkt. Das stimmt. Es sind sehr viele Parallelen und damit E.T. auch die Wertung nach Hause telefonieren kann, sagt sie Julia jetzt mal. So, also was haben wir? Wir haben ganz viel Angst vor einem Gruselfilm gehabt und haben stattdessen eigentlich einen Arthouse-Mystery-Film vorgefunden mit tollen Elementen. Tollen Schauspielern. Mit guten Schauspielern. wirklich coolen Dingen. Deswegen von mir doch schon 8 Punkte. Ich war richtig geflasht und für solche Filme gehe ich gerne ins Kino. Also für mich gibt es sogar 9 Punkte. Ich fand den super, seit langem mal wieder deutsches Kino. Mengexemplar war schon vernünftig, fand ich. Aber der hat es auf jeden Fall wesentlich übertroffen. Und für mich auch einer der Top 10 Filme des Jahres bisher. Oh, cool. Fantastisch. Dann schaut ihn euch mal an. Lohnt sich. Aber bitte in einem lauten Kino. So sieht's aus. Peace out, guys. Macht's gut.